Erstmal muss man das Lochlein finden. Da geht es ja schon mal los. Ja. Du würdest das Loch doch gar nicht finden. Ach, ist das schon gerade. Ach Mensch, also mit links ist aber auch wirklich schlecht. Hallo zusammen, ich grüße euch. Wie dunkel ist es? Da ist es ja schon dunkel draußen. Wir haben jetzt schon kurz vor 8. Janito darf noch ein bisschen YouTube gucken. Und der Carlos liegt hier im Bett mit den Mädels. Tazis und liest denen was vor. Ich soll weg. Papa, ja, heute ist der Papa dran. Die haben sich das so sehr gewöhnt, dass der Papa heute vom Buch vorliest. Die Lina war in der Bücherei und hat sich ein Buch ausgesucht. Überraschung, so eine Karte gab es noch nie. Gleich wird geschlafen, ne? Melina ist nun eingeschlafen. Meine Haare sehen aus. Caritos, ich habe nämlich was vor. Oh mein Gott, wann habe ich mir das vorgenommen, Mord? Monate, oder? Monate, schon ein halbes Jahr, schon wirklich, da muss man ehrlich sein. Wie ist nicht leicht? Genau, das Schrauben. Es geht darum, ich möchte die Gardinen gerne sauber machen. Und das mache ich mit der Hand. Allerdings, was ich ja schon vor einem Jahr gemacht habe. Du musst den genau drehen. Andere Seite auch. Und dann wird der rausgezogen. Oder in eins nur. Genau. Richtig. Am besten den anderen, den zweiten auch dahin schieben. Ja, deswegen war es mir ja auch wichtig, dass du das heute machst, weil dann kann ich die morgen in Ruhe waschen. Ja, das ist schon fest. Ich habe das ja schon mal gemacht. Genau. Und ich mache erst ziehen da rein in dieses Loch, durch dieses Loch, ja so. Hier rausziehen oder nicht? Ja. Nee, pass auf, die andere Seite. Nee. Warum? Mach das bitte nicht kaputt. Dann musst du die andere Seite, kann auch sein, aber die andere Seite. Ich habe das in Erinnerung, dass man beide Seiten aufdrehen muss. Ich habe das ja das letzte Mal bei uns im Zimmer gemacht. Weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man diese mit der Hand waschen, da ist irgendwie so Metall dran. Und dann lege ich das einfach aus. Einmal durch sauber machen, weil hier sind immer so Spuren von den Kindern, von den Fingern. Ne? Wer Kinder hat, der kennt es ganz bestimmt. Wenn die Kinder da mal vorbeilaufen, wenn die gerade Eis gegessen haben und dann zack, ist es da dran. Und das mache ich immer sehr gerne. Einmal, also zweimal im Jahr, einmal nach der Sommerzeit und einmal vor der Sommerzeit sozusagen. Ne? Passt ja eigentlich, O bis O. Am Ostern, um Osternzeit und um Oktoberzeit. Klappt's nicht? Nee. Dann muss ich selber mal da hoch. Das weiß gerade nicht weiter. Hier ist ja auch so ein kleines Schräublein. Ach, das muss man auch. Richtig. Aber wie kriegt man die denn auf? Das ist ja so. Die muss man auch aufmachen. Seht ihr? So lange ist es schon her. Ganz klein. Ja, die muss man aufschrauben. Schraubenzieher, ganz normal. Nee, guck. Doch, doch. Was denn? Ja, die ist so klein, aber der Kopf, der ist auch viel größer. Boah, ich versuche es mal. Und? Hast du es endlich? Ich glaube, ja. Moment. Hä? Hey. Ist ab. Ach, die ist ab. Krass. Ja, das ist echt komisch gemacht. Ne? Lass die Frau ran, Mensch. Schrauben oben noch dran, ne? Damit das noch fester... Nee, das reicht nicht. Jetzt muss man auf der anderen Seite auch aufmachen, weil der ist ebenso fest. Soll ich oder was? Schaut mal, womit ich das gemacht habe. So ein Pinökel, das... Ja, weil man oben keinen Platz, eigentlich kann man ja mit einem Schraubenschlüssel, aber
Ja. Du kommst ja nicht weg. Das ist so ein elektrischer, ne? Wir haben so einen ganz coolen. Ja, aber den kriegst du ja auch nicht drauf. Man muss mit der Hand. Ja, meinst du, Gabi, du hast immer eine Zange. Mit der Zange geht alles. Ja, so meinst du. Ich sehe auch nicht, dass jemand das macht. Soll ich oder was? Ich mach's hier. Erstmal muss man das so draufsetzen. Kommst doch kaum dran. Ja, hier steht Zehenspitzen. Erstmal muss man das Lochlein finden. Da geht's ja schon mal los. Ja. Du würdest das Loch doch gar nicht finden. Ach, ist das schon gerade. Ach Mensch, also mit links ist aber auch wirklich schlecht. So. Jetzt ist drin. Und jetzt? So? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon, so ist es halt immer. Ah, der lässt sich aber nicht so. Ja, der andere schien gerade so leicht, ne? Und ich habe mit der Hand versucht, da ging ist, gar nichts. Ist offen. Sehr schön. Auch hier. Tada! Na komm, dann versuche ich mal die Stange rauszuziehen. Ja. Ne? So. So, Carlito, siehst du, Ben. Jetzt geht's easy, ne? Ja, so. Ja. Sind ab, die Dinger. Danke. Beide. Legen wir die hier hin und jetzt machen wir das so. Diese Pinöckel, die zwei, die kommen nicht drauf. Weißt du? Mhm. Die dürfen wir nicht verlieren. Die legen wir hier rein. Und was drauf kommt, ist das hier. Wo ist denn der andere? Hinter dir oder was? Ja. Genau. Damit aber hier sollte man auch die Schrauben auflockern. Ach so, sind die nicht? Dieser hier scheint relativ locker. Wo ist denn das Ding zum Schrauben? Das kleine Ding meinst du jetzt? Nee, das war's, oder? Nee, das war's. Ja. Nee, ist nicht egal, der andere. Nein, der andere war nicht gut. Nein, der war am Durchdrehen, Mur. Der ging wirklich auch. Aber der war besser. Ja, der ist besser, merkt man. Der sitzt richtig gut. Ja. Dann machen wir den drauf. Oh, der ist ja total locker. Soll ich den dran schrauben ein bisschen? Ein bisschen nur. Das geht nur darum, dass... Oh. Oder lass es doch einfach, weil da kommt ja keiner dran von den Kindern, weißt du? Und das ist ja nur bis morgen. Aber geht gut ab. Ja. So. Jetzt die andere Seite noch. Die Lu ist noch wach. Meine Maus ist überhaupt nicht müde. Die hat 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Ja. Hm, ja, morgen wasche ich dann. Dankeschön. Ja. Dann kann ich nämlich morgen die Sachen hier in Ruhe waschen. Karls ist morgen früh nicht da. Erstmal alles hier weg. Aber hier oben sind die so ein bisschen. Eigentlich kann ich ja alles in Wasser. Oder meinst du, das rostet dann hier die Dinger? Wenn ich die ins Wasser lege. Und ganz leicht, wie das sich jetzt ja, ich finde die halt total schön. Die sind so. Ja, ich zeige euch das mal da vorne. Die noch hängen. Wir haben ja hier noch 2 weitere. Ich mache die hier mal zu, dann könnt ihr sehen. Also, die sind ja so cremeweiß. Und dann haben die hier dieses Genähte in so Beige-Ton. Also beige, ein bisschen so ins Braune, passend halt auch zur Wand. Ne? Wir haben ja hier diese Tapete. Also einmal diese Tapete, die haben wir zur Hälfte von dem Raum. Da ist da vorne. Und auf der anderen Seite von der Ecke bis hier vorne haben wir dann halt dieses... Ja, bräunliche, ne? Also das ist mehr so, also das passt gut zusammen. Das ist halt so ein bisschen, ja, wie sagt man, Sandfarbe? Wie würdest du sagen, Mord? Beige, das? Braun? Ja, Sand. So ein Mix, ne? Und die passen halt richtig gut dazu, die Gardinen. Hm. Aber wäre nicht verkehrt, wenn man noch andere hätte, ne? So zum Wechsel, oder? Wobei, eigentlich wäscht man die einmal, dann hängt man die. Die sind ja so dünn. In einem schönen Sommertag werden sie ja schnell getrocknet. Also, dass ich es nicht viel früher gemacht habe, weißt du? Ja,
Und diese paar dunklere Flecken, die kann ich mit dem Fleckenreiniger, ist da eigentlich noch, ist da noch was drin, dieser kleine Frosch? Ganz wenig. Ganz wenig, ja, muss ich dann gucken, ne? So, dann, ja. Melde ich mich bei euch morgen früh. Guten Morgen, nun haben wir einen neuen Tag und so schaut es aus. Wir hatten das ja gestern abgemacht, hier liegen sie. Der Dario ruft die Mama. Das soll ich vorlesen, mache ich sofort, ja? Jeder will was von der Mama. Ja. Wolltest du rausgehen? Ja. Ja. Lina war gerade vor der Tür und meinte, Mama, es ist richtig kalt. Dario. Massier seinen Kopf. Hatte total gerne, der entspannt gerade so. Ja, mein Schatz. Die Jacke, ich zieh die an. So eine Strickjacke. Ich stelle mal die Kamera ab. So, geh mal her. Wir gucken, wie hier vorne und hinten ist. Ist alles falsch. So, dann komm. Ja, ich hatte, wenn du dich so im Kreis drehst, ist dir schwindelig. So, dann komm, Lu. Dann guck mal. Boah, ist kühl. Kalitz ist schon unterwegs. Kommt aber gleich wieder. Ist aber angenehm, also kühl, aber es tut gut. Ich mag das so morgens für eine kurze Zeit raus. Und das ganze Haus lüften, das machen wir jetzt auch. Alle Fenster öffnen und die können wir, glaube ich, ja, die können wir auch auflassen. Wir haben gerade gefrühstückt. Spielen wir nachher was. Also Carlitos geht meistens ja Samstag Einkauf, also den Großeinkauf. Meistens geht dann auch mal entweder Melina mit oder Giano. Die wechseln sich dann mal ab. So. Genug, Luisa, geh wieder rein. Ist gar nicht kalt. Ist gar nicht kalt? Doch, schon kühl. Die Kappe an. So, dann wollte ich so eine Schüssel, so einen, ja, Wäschekorb. Da wollte ich es nämlich machen. Wir haben hier so einen, ja, den kennt ihr, ne, diesen roten. Da wollte ich das da drin waschen. Ein bisschen Waschzeug. Und dann würde ich das Ganze da ein bisschen einwirken lassen. Ne? Dann stelle ich das da draußen. Habe noch Post bekommen. Wollte ich euch gezeigt haben, habe ich noch nicht so aufgemacht. Ja, machen wir gleich. Was ist, Luisa? Waren gerade am Briefkasten gewesen. Die Zeitung lag da drin. Und das machen wir immer. Da gucken wir immer rein, ne, morgens. Dann liegt da. Und wo stelle ich die Kamera hin? Hier. Oh, das Ding ist viel zu schmal. Das ist nichts. Ja, dann gucke ich erstmal mit Luisa hier einmal durch und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. Schaut mal, ich habe das jetzt hier einfach mal auf den Tisch gemacht. Auch gar nicht so viel Wasser drin. Das ist einfach auf meiner Höhe. Da kann ich das Ganze besser durchkneten und sauber machen, ne? Das lasse ich jetzt hier so ein bisschen einweichen. Ich habe schon alles durchgeknetet. Mama! Und gleich knete ich das Ganze nochmal durch. Und dann sollte das aber in Ordnung sein. Ja, dann noch ausspülen, ne? Und dann zum Trocknen hängen. Dürfte aber auch ganz flott gehen mit dem Trocknen, weil das ist ja so dünn, ne? Und dann sind die anderen zwei dran. Das muss der Carlos dann gleich abhängen. So, dann schauen wir doch mal in dieses Paket rein. Ich habe das selber bezahlt. Ja. Nur ganz kurz, ich bin nämlich kalt gespannt. Das sieht gut aus. Ich habe nämlich Rolle bestellt.
wie süß. Ein Haribo oder was ist das? Ein Bonbon. Ein Bonbon gab es dazu. Ich habe nur Baumwolle bestellt. Das willst du gucken, aber das ist nicht für dich, Schützi. Ist nicht für dich, Mama. Ich habe sie das verschluckt. Oh, die Sonne scheint gerade so krass. Ich habe Baumwolle bestellt. Zeig euch das Ganze genauer in meinem Häkelkanal, Mary Crochet. Dürfte wahrscheinlich auch jetzt schon online sein, weil das Ganze wird gleich direkt abgedreht. Und dann kommt es sehr wahrscheinlich auch direkt online. Genau. Papa. Ganz kurz, weiß cool. Geht immer. Dann habe ich hier solche Mama. Ja, Pastell, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Das sind so dunkle Farben, ne? So ein Blaugrau, Grüngrau, Rosé. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann durch die Sonne. Und genau, das ist so ein, der Faden ist ein bisschen dünner. So wie der hier. Da gehen wir halt in meinem Häkelkanal ein bisschen genauer drauf ein. Und dann habe ich aber auch bunte Farben. Ich würde behaupten, ja, Regenbogenfarben, sage ich jetzt einfach mal. Und die sind ein bisschen dicker. Boah, jetzt ist die Sonne wirklich krass. So schaut das Ganze aus. Kann man da halt sehr gut einkaufen. Ja, ich freue mich. Ganz viele tolle Farben dabei. So. Mama. Ja, mein Schatz. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die Roli runterfahren. Komm, das legen wir auch da drauf, ja? So. Okay. Das machen wir jeden Morgen, weil die Sonne in den letzten Tagen hier morgens immer so, hier so tief war, ne? Nee, da ist schon runtergefahren, aber ein bisschen hier. Und hier. Also ein bisschen, ne? Dass da halt ein Schatten ist. So. Mal gucken, ob man da wieder sitzen kann. Dürfte jetzt klappen. Viel besser, ne? Jetzt habe ich aber die Farben schon wieder weggeräumt. Mama! Nee. Deins? Das ist nicht deins. Ja, Junge kann das ja auch gerne mal aufmachen, dann darfst du daran lecken. So. Während ich es festhalte, weil ich habe Angst, dass die Kinder sowas verschlucken. Mama! Ja? Ja. Wo sind sie mal spielen gehen? Oh. Oben? Nee, oben im Zimmer nicht. Oh. Habe ich nicht so gerne, wenn sie alleine ist oder wenn sie mit den anderen zwei Großen ist. Mama. Nicht so cool. Ja. Der Darius wacht, dass er denkt, er schläft. Da. Ist süß, dass es sowas, eine Kleinigkeit dazu gibt. Ne? Süß. So was muss man aber auch mal machen. Zeig mal, gibt es irgendwie so eine Adresse? Eine E-Mail? Nee. Manchmal ist ja doch so vom Hersteller irgendwie doch. Will ich mal googeln. Da steht deren Marke drauf. Und das Ganze ist dann rosa und dann ist da vorne so ein Herz. Hätte ich auch gerne. So in grün, ne, für die Bifigürchen. Ich glaube, grün ist eine ganz gut auserwählte Farbe, damit blau nicht, okay, also blau ist ja eigentlich meine Farbe, aber in dem Fall passt, glaube ich, grün. Mama! Oder gelb. Ja! Ja! Ich glaube, grün wäre gut. Strahlt irgendwie positive Energie. Ach, das ist ja doch eine Herzform da drin. Ich dachte aber, es wäre aber nur so ein rundes Bonbon. Ist aber eine Herzform, ne? Jetzt möchte sie, dass ich es aufmache. Meine Loli ist am Spielen. Das sind eigentlich Sachen, die in die Küche gehören. Die mache ich nachher aber nur mit dem Feuchttuch nochmal sauber, ne? Ich wollte sie gerne mit Spiel mit Knete. Sie hat Spaß. Ja. Ich wollte noch was gemessen haben, mache ich mit euch zusammen. Die haben wir in unserem Zimmer, die Wickelkommode von Dario. Ich glaube, die tue ich jetzt schon umfunktionieren. Ja? Wow! Weil ich ihn mehr auf dem Bett oder Sofa wickel, als wie hier auf dem Wickeltisch. Ich wollte mal messen, wie breit der ist. So, das ist so ein massives Ding, ne? Mama!
Geschätzt 1,20 Meter. Doch, ein bisschen weniger. Eher 1,15 und hoch 1,95. Ja, Schatz, ich guck gleich sofort, ja? So nehme ich euch mit rüber, denn das hier, das war ja mal Janus Zimmer, mal Melinas Zimmer, dann war es mein Büro und jetzt soll es Darius Zimmer werden. Wobei, der ist ja noch klein, also erstmal kommt die Luisa ja hier hin, ne? Und dann der Dario. Das ist die Lücke, die wir haben zwischen Kleiderschrank und hier ist halt noch Platz. Hier ist auch noch zwischen Bett und ne, hier so ein bisschen. Man könnte das Ganze noch verschieben. Ansonsten könnte man aber die Kommode auch hier hin machen. Also wir messen jetzt erstmal 1,15 auf 1,20 ist es. Am besten andersrum, weil wir ja hier die Schalter haben. Moment, Schatz, ich wollte erstmal gucken, 95, das heißt, wird bis hier, also es bleibt unten drunter, dann passt es definitiv. Ja, mein Schatz. Jetzt überlege ich nur, was wäre schöner? Auf der Seite oder auf der Seite? Das weiß ich noch nicht. Das ist eine Sache, da muss ich noch entscheiden, oder ob ich die Betten ganz anders aufstelle. Bin ich ein bisschen überfragt, weil dieses Zimmer möchte ich gerne neu machen, auch. Und zwar alles so ein bisschen mit Dinos, aber nicht zu viel, weil wie gesagt, die Lu soll ja auch dabei sein. Aber es passt so, ne, so ein bisschen Wald, nach Wald soll ich ausschauen, also mit Dinos und Luisa mag ja Wildschweine. Dann haben wir ja hier die Kisten, die kommen auch weg. Aber es ist jetzt kein Projekt für heute. Das ist heute nur mal so gucken, wie das Ganze aussehen könnte. Und ich glaube, das mache ich dann mit dem Carlos morgen. Und hier mit dem Kleiderschrank. Da muss ich gucken, ob ich die Kommode hier reinbekomme. Ich glaube nämlich, das könnte ganz schwierig werden. Mal gucken. Und noch gemessen haben, wie breit dieser Schrank eigentlich ist. 55 in etwa. Ja, mein Schatz. Hey, Dario. Hm? Hat er den Bodyärmel im Mund? Und jetzt ist der nass. Ja, ich ziehe dich gleich um, ja? Ach, Lu, ich schrei doch nicht so. Die Sonne scheint ja gerade richtig gut, ne? Hey, soll man zählen? Er zählt die ganze Zeit was. Ja! Ich gehe jetzt den Wäscheständer einmal drüben holen. Der hier ist nämlich vollgepackt. Wir haben aber noch einen, der so ein bisschen ja, hoch ist. Und da dürfte das ganz gut klappen. Allerdings muss ich den noch aufbauen. Mal schauen, wo der ist. Wäre besser gewesen, wenn der Carlitos gestern mir es rausgeholt hätte. Oh, Luisa, so, auf Seite. Mama! Ach, hast du Knete mitgebracht? Ich sehe gerade hier mehrere Sachen. Unsere Garage sieht so aus. Unsere Besucher sind immer verwundert, dass in unserer Garage ein Auto parken kann. Ich denke mir dann immer, ja Leute, wofür ist denn bitte eine Garage? Ist ja kein Keller. Aber die meisten, auch hier, die haben ja alle hier eine Garage. Und sie haben die Garage nicht mal vollgestellt. Dann frage ich mich immer, wo soll das Auto rein? Ja, gar nicht, ne? Das machen sie ja dann schon bewusst so. So, Luisa. Ja, hier haben wir unsere... Das Einzige, was wir hier haben... unsere Liegen, ne? Und da haben wir ja noch so einen Raum, wo wir hier halt unsere ganzen, ja, Werkzeuge und sowas eben haben. So, das ist das gute Ding. Allerdings ist es ja gar nicht aufgebaut. Moment, so macht man das. Komm, wir nehmen das erstmal mal mit raus, wie soll es nicht durchlaufen. Wir nehmen das jetzt einmal, ach, da hinten sind die Teile. Komm, Luisa, wir gehen da mal raus, wenn die Sonne scheint und bin mir ganz sicher, dass es in kurzer Zeit getrocknet ist.
Und vielleicht kann ich ja gleich noch eine Wäsche anmachen. Tja, Haushalt, ne? So, Luisa? Wollen wir mal die Dinger wieder dran kommen? Die liegen ja alle. Allerdings brauchen wir ja gar nicht alle. Nee. Den kannst du mitnehmen. Und dann nehmen wir noch einen mit. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Der Papa. Raus. Moment, ich muss die Kamera eben abstellen. Mama. Ja. Alle hier zusammengefesselt. Und wie geht das denn jetzt? Habe ich noch raus und ihr seht mich ja gar nicht. Der Rest, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das schieben wir da rein. So, und den nehmen wir noch mit. Ich glaube nämlich, zwei reichen. Ja, Luise, was hast du denn gemacht? Die kommen ganz nach oben. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das dran war. So? Nee. Nee. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wie war das denn, Luisa? Ich glaube, ich muss den Carlos anrufen. Schaut mal, ich habe es doch alleine hinbekommen. Kann ich eine hier aufhängen und die andere auf der anderen Seite. Und dann gibt es halt noch mehr von diesen Dingern. Die kannst du dann hier einstecken, ne? Genau, also 1, 2, 3 Etagen. Aber wir wollen ja nur die obere. Genau, lassen wir jetzt so. Komm, dann machen wir die Tür dazu. Ach, Lu, läufst mit Strickjacke. Ne? Wir machen zu, ich brauche nichts mehr. Willst du davon was haben? Den willst du haben? Den willst du haben? Nimm mit. Lele. Lele? Heißt der Lele? Das ist ein Esel, oder? Ein Esel. Ja. Komm. Aber die Knete hast du noch in der Hand, Schatz. Wir gehen jetzt rein. Knete aufräumen. Was noch? Was? Und Hände waschen vor allem. Den auch? Na komm, nimm den mit. So, ich schließe es immer sehr gerne ab. Und nehme auch den Schlüssel mit. Den habe ich gerne vorne. So, Schatz, dann komm, wir gehen erstmal rein. Aufräumen, Hände waschen. So, eins hängt schon und ich würde sagen, das schaut ganz gut aus. Jetzt hänge ich noch den anderen auf. Beide hängen, schaut mal. Totale Pfütze. Mal gucken, wie lange die jetzt brauchen wird. Die sind ja jetzt schon fast trocken. Krass. Ja, Luisa hat sich wieder dahingesetzt. Sie hat sich hingesetzt, wollte wieder kneten. Mama. Ja, mein Schatz. Was? Oh, was hast du denn da gemacht? Wow. Cool. Ja. Knet ja unfassbar gerne. Schön. So, meine Haare mal richtig zugebunden. Carlos und Melina sind unterwegs. Fahrradtour. Janito, wolltest du mal das Paket aufmachen? Das ist nämlich... Wie bitte? Nicht? Doch, der ist nämlich nächste Woche auf einem Geburtstag eingeladen und der hat sich was gewünscht. Ein Spiel, ne? Und das haben wir ihm bei Amazon gekauft. Was ist, Luisa? Ich glaube, sie möchte ein Stück Gurke, oder? Ja. Wusste ich. Na komm, dann darfst du es aufmachen. Hier einmal abziehen. Moment. So, ich halte fest und darfst du abziehen. Ich möchte gerne mal zeigen. Wie hieß das Spiel? Viva? Wie? Viva-Spiel. Ich weiß es nicht. Ach, Luisa, musst du überall die Hand haben. Ach, Leute, das ist kein Viva-Spiel. Das ist auch nichts für den Freund. Das hat die Mama sich bestellt. Das hatte ich schon dran vergessen. Das ist ganz anderes. Zeige ich euch mal auch was anderes. Wollte ich mich jetzt nicht testen. Sieht so aus. Mama,
war noch was da drüber gesteckt. Das war ich. Aber haben wir im Briefkasten haben wir ja nicht reingeschaut, ob es da drin liegt. Weil wir haben ja schon eine große Öffnung. Kann ich mir gut vorstellen. Wir gucken jetzt einfach mal. Aber das war jetzt nichts. Das war nichts. Doch, Mama, da steht was. Ja, das habe ich da hingestellt, weil ich dachte, wenn die Post das sieht, nimmt sie das wieder mit. Ist nämlich nicht für uns. Nee. Ups. Ach, Schatzi. Ach, Gianni, ich dachte, das wäre was für deinen Freund. Dann kommt das noch. Ein paar Tage haben wir ja noch. Na, bis zum Geburtstag. Aber knapp wird es trotzdem. Ja, nehmen wir das einmal hier weg. Das wollte ich euch auch mal gezeigt haben, aber das passt gerade einfach nicht so. So, hier sieht es auch aus in meinem Zimmer. Wirklich, ich habe die Schnauze voll. Hier muss langsam was passieren und das wird es auch in den nächsten Tagen. Weil aufräumen muss ich da aussortieren. Es ist einfach alles vollgestellt. Es ist einfach nicht mehr schön. Wirklich. So, jetzt laufe ich mit dem Schlüssel rum. Gianno, hörst du bitte auf? So. Ich wollte mal nach den Gardinen schauen. Da ist ja eine rote Linie drauf. Ist immer irgendwie bei den Paketen. Ne? Weiß nicht. So. Ja, trocken. Würde sagen, die sind komplett trocken. Wird die Gardinen trotzdem noch ein bisschen ja, hängen lassen. Aber ich würde behaupten, komplett trocken. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Was ist das hier? Den hatten wir in der Garage. Kennst du den nicht? Doch, den kennst du doch. Da haben wir hier von diesen Teilen gibt es doch noch vier weitere. Zwei auf der Seite und auf der anderen Seite muss man dran machen. Ja, den hatten wir jetzt schon so lange nicht mehr draußen stehen, dass du den gar nicht mehr kennst. Ne? Hast du das gewaschen? Habe ich gewaschen, ja, mit der Hand. Nee, nicht in der Waschmaschine. Mit der Hand hier in der Schüssel. Die liegt immer noch hier. Schmeiße ich jetzt mal weg. Hm? Schmeckt? Auch die Kommode, die ist so vollgestellt, wenn ich euch das zeige. Ich habe nämlich alles hier rausgeholt, was da nicht reingehört und hier drauf gehauen. Stift habe ich noch hier und noch ein paar Teile mehr. Und das möchte ich jetzt heute noch aussortieren. Weil wie gesagt, die Kommode soll ja rüber, ne? Nicht unbedingt heute. Morgen oder ja, spätestens übermorgen sollte sie schon rüber. Da nehme ich euch aber auch mit. Und ich wollte Farbe kaufen. Also normale ja, Wandfarbe in einem Grün. Jetzt weiß ich noch nicht, welchen Grünton. So einen helleren, pastelligen oder eher so ein dunkleres. Hier für die Blätter vor allem. Na, vielleicht erinnert ihr euch, die hat man gekauft. Den Blatt und den Stiel würde ich gerne grün haben. Und das untere Teil, das ist grau, das würde ich braun? Nee, vielleicht weiß. Ich glaube, weiß passt besser. Ja. Hast du da? Nee. Luisa, wir haben zwei davon gekauft. Genau. Wohin die hinkommt, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht auch hier auf der Fensterbank, ich weiß es noch gar nicht. Genau. Aber das ist so der erste Schritt in diesem Zimmer. Die Kommode, die Wickelkommode, die soll hier raus. Und dann muss ich halt schauen, wie ich das Ganze hier plane. Ne? Genau. Also ich habe schon eine Vorstellung, wie ich das alles haben möchte. Na, wir waren ja bei mir Ikea und haben ein paar Sachen gekauft. Auch so Deko habe ich hier noch liegen. Und ich freue mich schon, wenn ich das alles schön grün gestalte. Ich habe die Pflanze hier stehen. Hier diese zwei Kissenbezüge, die finde ich auch ganz toll. Hat was irgendwie, ja. Freue mich total drauf, also wirklich. Was ist, Luisa? Hm? Was denn? Papier, willst du? Er hält gerade einen Stift in der Hand. Möchtest du Papier, willst du malen? Sie? Que pintar? Ja, Luisa. Die Lu. Hm?
Ja, habe ich dann zum Carlos gesagt, nachher kannst du vielleicht mit den Kindern, nimm sie alle mit, geh auf den Spielplatz. Und Dario kann ja hier bleiben, der kann ja hier in diesen Bettchen rein und kann auch da drin spielen. Das ist das Gute in diesem Bettchen, ist auch recht groß, ne? Und dann kann er mir zuschauen, wie ich das Ganze hier mache. Und ja, wenn das dann fertig ist, muss ich halt mit Carlos das gucken, fahren wir den rübertragen. Und wie gesagt, ob das geht, ich glaube, ich müsste meinen Kleiderschrank, der drüben ist, irgendwie auseinanderbauen, weil das sonst nicht funktioniert. Mal schauen. So, ihr Lieben, ich wollte aber jetzt auch noch frisches Getränk vorbereiten. Also einfach nur Wasser. Mache ich gerne, aber mal so eine Zitrone rein, ne, damit man mal einen anderen Geschmack hat. Hab Hähnchen im Backofen. Leckeres Hähnchen. Oh, ich glaube, die kommen. Die Melina und der Papa. Ja. Hier wollte ich auch mal ein bisschen noch geputzt haben. So, also heute ist Aufräumen, Putzen und bin froh, wenn die Gardine hängt. Dann können wir die andere direkt machen. Also es war jetzt wirklich schnell gemacht und gar nicht aufwendig, ne? Also ruckzuck. So, die andere dann auch noch. Und dann mal mit einem Putzlappen mal über die Gardinenstange, ne? Genau. Und das war's dann auch schon. Ich wollte nämlich jetzt hier auch das Video beenden, weil wir essen gleich. Und dann, wie gesagt, vielleicht gehen sie ja auf den Spielplatz. Wäre ja cool. Dann könnte ich das alles... Ich bin jemand, ich putze und räume schnell auf. Also ich bin wie eine Maschine. Zack, zack, zack. Kann dieses so langsame... Das ist nicht meins, ne? Ich mache Musik an und dann zack, zack. Ja, wenn sie wiederkommen, ist hier alles tipptopp. Wirklich. So, ihr Lieben, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Und wir sehen uns am Morgen um 10 Uhr. Bis morgen.